Hallöchen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge von Kindergarten. Ja, ganz viele haben sich gewünscht, dass wir doch noch die Karten machen. Ich würde sagen, wir schauen uns das einfach mal an hier, vor allem in den Hints erstmal, was es denn damit auf sich hat, beziehungsweise wo sich denn noch welche befinden könnten. Ah, Bugs zum Beispiel gibt uns Cactus Outlaw, wenn wir ihm Zigaretten überreichen. Okay. Also, Moment. Die, wo nicht New dran steht, die haben wir quasi schon. Also, jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Woher wissen wir denn, welche wir haben? Moment, ich guck mal ganz kurz, ja? Welche ist das hier denn zum Beispiel? Cyclops Duckling. Oder das hier? Wizard Worm. Und dieses hier? Shroom Turtle. Ich weiß ja gar nicht, welche ist. Blue Eyes Gold Dragon. Bitte nicht verklagen, das finde ich immer noch voll gut. Okay, also Bugs Zigaretten geben ist schon mal gut, ja? Und Freezy Guide Jim? Den hatten wir doch schon, oder? Ich weiß halt nicht, wie die aussehen, Mann. So, wisst ihr, was wir machen? Wir machen das hier Stück für Stück. Ich nehme jetzt erstmal einen Dollar mit. Und dann gehen wir hier jetzt erstmal los und besorgen uns, was wir halt besorgen können. Indem ich jetzt zum Beispiel bei Monty erst einmal Zigaretten kaufe. So. Deal. So. Verstanden. Ich werde es schon niemand zeigen. Ich gebe sie nur Bugs. Das hier war Bugs, ne? Willst du Zigaretten? Wow. Ich habe Kinder ausgeraubt, damit ich die von Monty kaufen kann. Vielen Dank. Du kannst diese Monstermann-Karte haben. Das ist eine meiner allerliebsten. Okay, ich habe keine Ahnung, ob wir die schon mal hatten. Auf jeden Fall haben wir sie jetzt geholt. Dann gucken wir mal, was wir als nächstes machen könnten. Ich meine, Freezy Guy Jim haben wir. Das hatten wir geklaut aus einem der Cubbies. Das habe ich noch nie gehört. Martian Orb Man ist versteckt in Bugs geheimen Lager? Was? Das kannst du erhalten, indem du Bugs erstichst und ihm dann in den Flur folgst? Ach du Schande, was ist das denn? Okay, da bräuchten wir aber ja, um an das Messer zu kommen, bräuchten wir die Pillen. Genau, damit wir das der Lehrerin geben können, damit sie uns durch die Kubikel oder so diese Würfel schauen lässt. Das heißt, wir müssen hier dafür sorgen, dass wir zum Direktor kommen. Okay, dann machen wir das mal. Das ist ja krass. Na, mal gucken, ob das wirklich funktioniert, dass man Bugs mit dem Messer stechen kann. So, ich muss es wissen. Okay. Jetzt kommen wir zum Direktor. Ich war mal gespannt, ob das alles so klappt. Ja, ich schätze, das habe ich. Alles klar. So, jetzt haben wir sie. Okay. Ach ja, ich muss ja von selber gehen. So. Da ist das Messerchen. Na, mal schauen, ob wir uns das holen können. Alles ist in Ordnung. Er hat mir ein paar Pillen gegeben. Und ich lade sie jetzt auf eine ein. So, sie meckert. Aber ich darf es tun. Jetzt nehme ich das. Und? Es geht nicht. Ich kann ihn nicht erstechen. Sauerei. Dann müssen wir wahrscheinlich noch irgendwas hinbekommen vorher. Okay, na gut, dann gucken wir mal weiter. Der ist versteckt. Also echt, wie soll das denn auch gehen? In welchem Moment kann man ihn denn erstechen? Okay, King Tower Beetle. Ich glaube, die hatten wir schon. Aber wenn wir schon mal dabei sind, nehme ich die noch. Und gib ihm das nochmal, weil es könnte durchaus sein, dass wir das nicht durchgezogen hatten und dann am Ende die Karte nicht hatten. Ich glaube es eigentlich schon, aber egal. Okay, ich hab's schon. Hier. Bitte sehr. Danke sehr. Ich glaube, die hatten wir. Das Bild kommt mir bekannt vor. Ich nehme mal noch das Geld mit, wo wir schon dabei sind. So. Okay, was haben wir denn hier noch für Hinweise? Das haben wir auf jeden Fall. Das hatten wir uns eben angeguckt. Shroom Turtle. Das hatten wir noch nicht. Ach so. Wenn wir ihr eine Pille geben, während wir House playen. Okay, aber davon kann ich sie ja jetzt nicht mehr überzeugen, weil wir noch keine Freunde sind. Aber okay. So, was haben wir noch? Oh, ist immer so ein weiter Weg hier. Und Cindy gibt uns auch Ofaka Tornado. Ach so, wenn du herausfindest, was mit ihrem Hund geschehen ist, statt etwas Ekliges aus dem Schrank zu holen. Aha, wenn wir also einen Beweis finden.
Auch dafür müssten wir befreundet sein mit ihr. Ah, die Lehrerin wird dir einen wirklich hellen Stern geben? Oder die Monstermon-Karte davon, wenn du Blut auf Cindy statt auf Lily schmeißt. Aha. Okay, das haben wir schon gemacht. Das haben wir hinbekommen. Sneaky Snake haben wir auch schon geholt. Ah, Ogglepop Golem ist versteckt unter Nuggets Essenstisch. Na, das können wir ja auf jeden Fall hinbekommen. Dann hole ich mal noch das Geld. Das müsste ja jetzt schon gehen. Unter Nuggets. Oh, sorry. Unter Nuggets Tisch. Nugget? Er ist doch Nugget, ja klar. Ah. Ach so, oh, ich dachte, jetzt passiert irgendwas. Okay, was könnten wir denn noch schon mal machen? Also, Eye of the Buttholder ist in einer der Boxen im Badezimmer. Kommen wir da jetzt hin? Ich glaube schon, aber da ist doch dann der Typ und dann schmeißt er uns raus, ne, weil wir gerade keine Zigaretten haben. Ah, und der Hausmeister gibt uns Man with Long Arm, wenn wir ihm Jerome's Hall Pass zeigen. Aber an welcher Stelle soll ich das machen? Ah, Evil Thwarter, wenn wir Cindy dazu bekommen, einen der Biscuit Balls zu essen. Aber ich glaube, das geht auch nur, wenn wir befreundet sind. Kann das sein? Ich glaube, das geht nicht. Von hier aus jetzt. Mann, für voll viele Sachen muss man mit Cindy befreundet sein. Okay, der Principal wird dir Spiky Flimflam geben, wenn du ihm erzählst, dass du dich mit Billy gestritten hast wegen Monstermon-Karten. Ah, okay, wenn sie denkt, dass du dreimal Slop gegessen hast, gibt sie dir eine Monstermon-Karte. Okay. Mal gucken. Geht das nochmal? Ach, verflixt. Okay, erst wenn man es gegessen hat. Aber wie isst man es denn? Also, ich meine, kann man sich irgendwo hinsetzen, um das zu essen? Ah, in den Müll bestimmt schmeißen, oder? Ah, krass, okay. Aber wie soll das denn gehen? Man verbraucht ja jedes Mal einen Apfel. Boah, ich weiß nicht, wie das gehen soll. Da müsste man ja alles dafür verbrauchen. Naja, vielleicht klappt's ja. Müssen wir mal schauen. Vielleicht gibt sie einem die Monstermon-Karte ja, wenn man das dritte Mal dann darum bittet. Genau. Ja, die $12.50. Silly Meal Monty Sells. Ah, okay. Ach, schade, dass ich da nicht noch geguckt hatte. Okay, wenn wir das kaufen und dann bei Show and Tell zeigen, sehen wir die Monstermon-Karte. Das haben wir. Oh, okay, im Full Release, nachdem man alle 25 Karten hat, kommt noch ein besonderes Item. Okay, dann sollten wir uns wahrscheinlich eine Karte übrig lassen. Ah, und das ist auch im Full Release. Alles klar. Ich glaube, dann sammle ich hier einfach noch ein bisschen Geld. Okay, dann mal rein und dann zeigen wir einfach irgendeine Karte, würde ich sagen. So. Okay, danke sehr. Und alle raus. Da bin ich aber jetzt mal gespannt, welche der Karten wirklich neu sind. Wahrscheinlich gar keine. Oder eine vielleicht. Und? Eine. Nur Cactus Outlaw war neu. Sorry, ey. So, $6.50. Okay. Wenn wir 10 hätten. Ach, die da ist neu. Keiner weiß, was schockierender ist. Die Verbrechen, die er begangen hat? Oder dass er ein empfindsamer Kaktus ist? Okay, wir könnten ja auch mal Geld mitnehmen. Also Sachen mitnehmen, um sie zu Geld zu verwandeln, sozusagen. Ich überlege gerade. Ja doch, wir nehmen aber nur das hier mit. Brauchen wir für irgendwas Geld? Moment, ich nehme mal einen Dollar mit. Oder 1,50. Oder zwei. So, weil ich weiß jetzt gerade nicht. Wir wollen ja gleich uns anfreunden. Mit Cindy, genau. Ja, klar, ich will... ja, was zum Beispiel? Ja, wir kümmern uns darum. Okay. So, Pulver. Ist mir egal. Okay, hier holen wir noch... wir verkaufen den Lunch Pass. Ja, super. Dann haben wir $5. So, und dann wollen wir wieder...
Wollen wir das? Ja, doch, das wollen wir. Okay. So, wer weiß es denn? Weil dann können wir uns auch noch Geld holen. Vielleicht schaffen wir ja sogar 12,50 Dollar. Müssen wir gleich mal gucken. So, das ist eine gute Frage. Ja, das habe ich wohl. Alles klar. So, jetzt haben wir die Pillen. Okay, diesmal müssen... Wieso habe ich eigentlich die Pillen unbedingt haben wollen? Ich weiß das jetzt gar nicht mehr. Egal. Ja, alles war wunderbar. Er hat mir ein paar Pillen gegeben. Das sind meine. Ich gebe dir einen Dollar. Alles klar. Okay, vielen Dank. So, dann mache ich mal das Kaugummi in ihre Haare. So, und dann laufen wir weg. Und dann... Sie hat geweint. So, und jetzt müssen wir ihr eine Pille geben, ja? Okay, mal schauen, ob wir das hinbekommen. Ja, Schatz? Ob ich wieder getrunken habe? Nein, ich bin einfach nur erschöpft. Ist das ein Breathalyzer? Ich werde es mal testen. Oh, du bist ja total betrunken. Wie konntest du mir das antun? Du hast doch gesagt, du würdest nüchtern werden. Wie kannst du ein Vater sein, wenn du dich nicht einmal um dich selbst kümmern kannst? Ein Vater? Ich, während du im Gefängnis warst. Ah nee, das hatten wir aber alles auch schon mal, ne? Es ist vermutlich nicht deins. Wir kriegen das schon hin. Glaubst du das? Ja, das glaube ich. Was ist mit dem Baby? Abtreiben. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Ja, super, genau, mit einer der Pillen nämlich. Perfekt. Oh, wer hätte gedacht, dass eine Abtreibung sich so gut anfühlt? Du bist der allerbeste Freund ever. Ich glaube, du hast dir was Besonderes verdient. Du kannst diese Monstermon-Karte haben, weil du die Extrameile bis hierher gekommen bist und mir tatsächlich dann noch eine Abtreibungspille gegeben hast. Wir sollten unbedingt zusammen Mittag essen. Wir sehen uns in der Cafeteria. Mann, super. Okay, was war denn noch gewesen? Ich weiß es schon gar nicht mehr, es war so viel mit Cindy. Genau, das haben wir hinbekommen. Oh, fake, fuck a tornado. Ach so, wenn wir herausfinden, was mit dem Hund war. Ja, es gibt so viele Sachen hier. Okay. If you put in a... okay, ich glaube, dann werden wir jetzt einfach mal hier weitermachen. So. Okay. Was hätten wir denn hier? Okay, ich setze mich zu dir. Ging da nichts weiter? Ach so, nee, ich sollte ja Slop holen. Oder wir machen das mit dem Essen. Aber dann können wir später nicht mehr... Das ist jetzt eine schwierige Frage. Sorry. Moment, ich bin nicht hungrig. Ich guck mal kurz, was wir für den Breathalyzer vielleicht an Geld bekommen noch. Okay. Ich kann nichts verkaufen. Das ist seltsam. Ich habe ja eigentlich noch die Pillen dabei. Ja, bitte. Okay, wir machen das jetzt erstmal mit Cindy, würde ich sagen. So. Das esse ich mal. Oh. Ja, ich besorge dir was Veganes. Ich werde es versuchen. So, dann möchte ich hier was kaufen. Und zwar Salat. Und ich möchte aber auch noch kaufen... Das hier, damit ich das nachher zeigen kann. Genau. So, und hier hast du jetzt den Salat. Oh, aber jetzt habe ich gar nicht mehr genug. Nein, ich habe nicht mehr genug. Jetzt haben wir zwar den Schlüssel, aber das bringt uns ja nichts. Ah, verflixt. Nee, da werden wir ja direkt sterben, wenn wir da jetzt reingehen. Tut mir sehr leid, ich kann das jetzt nicht machen. Bumm. Sorry. Ja, ich weiß, es hat nicht funktioniert. Den Breathalyzer hatten wir ihm schon mal gegeben für die Monstermon-Karte. Kann ich jetzt noch verkaufen irgendwas? Na, nee, geht nix. Okay, naja, dann machen wir mal. So, dann haben wir, ups, nochmal 5 Dollar. Und jetzt zeigen wir unser Essen. Ein albernes Essen? Normalerweise isst man das zum Mittag und zeigt es nicht bei Show and Tell. Sieht aus, als hättest du eine Monstermon-Karte in der Box liegen lassen. Die willst du doch nicht zurücklassen, oder? Okay, wer ist als nächstes dran?
Na, das war doch lustig. Oh, da ist ja die Glocke. Wir sehen uns morgen. So, da bin ich ja mal gespannt. Wir müssen ja eigentlich beide neu sein. Super. Und wir haben 9,50 Dollar. Das reicht dann auch eigentlich schon locker, um die zu kaufen, die von Monty. Das ist eine Schlange mit einem richtig langen Hals oder Körper. Man weiß es nicht so genau. Und was ist hier? Das ist das magische Luftschiff. Keiner weiß, wo es die Passagiere hinbringt, denn keiner von ihnen ist jemals zurückgekehrt. Oh oh. Okay. Ich würde sagen, ich beginne einfach nochmal den Tag. Nee, Moment, Moment. Wir machen zwei Sachen an einem Tag. Ich nehme jetzt mal alles Geld mit. 9,50 Dollar. Ich weiß, dann wird mir zwar die Hälfte geklaut, aber dann haben wir schon mal sehr viel Geld. Und dann machen wir ansonsten nur noch das mittags, dass wir das Slop so viel essen. So. Können wir hier noch irgendwas... So. Haben wir noch mehr Geld? Was ist mit Billy geschehen? Okay, wir holen uns jetzt wieder... wir haben gerade von ihm gesprochen. Ich muss es wissen, was auch immer Nugget. Okay, das ist eine gute Frage. So, jetzt müssen wir vorsichtig sein. Ja, ich schätze, ich habe über Billy geredet. So, wir haben jetzt Pillen. Ist übrigens echt cool, dass die Lehrerin nochmal einen Dollar gibt, wenn man sagt, dass man ihr nichts abgibt. So. Er hat mir Pillen gegeben. Das sind meine. Deal. So. Okay, dann verkaufen wir ihm die. 4 Dollar. Ja, das sieht ja schon ganz gut aus. Kann ich jetzt trotzdem hier ran? Ja, dann haben wir ja gleich die 12,50 Dollar. Ja, easy, ne? So, dann machen wir so. Gehen wir zum Essen. Und dann hole ich mir ganz viel von dem Slop und schmeiße es einfach immer weg. Oh, jedes Mal erschrecke ich mich, weil ich nicht weiß, warum sie plötzlich wegrennt. So. Weggeschmissen. Nochmal holen. Oh, ja. Super, sie ist ganz... ganz berührt. So, und wieder weggeschmissen. Ja, bitte. Meine Güte, selbst Buck isst meinen Schleim nicht mit solcher Begeisterung. Er ist köstlich. Ich glaube, du hast dir etwas Besonderes verdient. Das ist meine Art, Danke zu sagen, weil du meinen Schleim so sehr magst. Hier ist eine Monstermon-Karte. Nun geh und beende das Essen und keine Sorge, ich werde es morgen wieder servieren. Yippie! Okay, ab in die Pause. So, dann bitte meine Karte. Monstermon-Karte. Ja, die wollen wir. So, und dann nur noch das hier. Und dann zeigen wir halt die Monstermon-Karte. Was passiert eigentlich, wenn ich das hier zeige? Ich kann nicht glauben, dass ihr Kinder das esst. Ich bin mir ziemlich sicher, man kann keinen Drogentest bestehen, nachdem man das gegessen hat. So, wer ist als nächstes? Okay, das war ja sehr lustig. Oh, da ist ja die Glocke. So, die müssten ja beide neu sein eigentlich. Gucken wir mal. Außer ich habe was durcheinander gebracht. Nee, super. Beide neu. Leider jetzt nur ein bisschen Geld, aber wir brauchen ja gar nicht so viel Geld, um die anderen Karten zu besorgen. So, da haben wir eine. Das ist die Holy Night Card. Er wäre ein Priester gewesen eigentlich, aber dann fand er heraus, dass er dann nicht mit Frauen flirten darf. Und hier, das ist der ungegessene Kuchen. Scheint, als wäre deine Mom nicht bei der Party aufgetaucht. Yay! So, 4, 5, 6, 7, 8. Ui, uns fehlen noch einige. Na gut, ihr Lieben, ich freue mich auf jeden Fall. Wir holen uns noch alle Monstermon-Karten. Macht wieder Spaß. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.